Not. Okay, safely on the putting surface. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und auch heute wollen wir wieder mal online gehen. Ich will auch heute wieder ein Matchplay spielen. Ihr seht es über 9 Löcher und zwar die 10 schwersten der 10 schwersten Kurse. Und wir haben heute richtig viel Wind, also der kommt heute ins Spiel. So, mal schauen, ob ich auch heute wieder den Hintern versohlt bekomme oder ich endlich hier auch mal mithalten kann gegen einen menschlichen Gegner. Wir gehen online, spielen Matchplay. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. So, tut sich jetzt was? Ah ja, The Claw. The Claw, oh, der sieht aber schick aus. Southern Hills Country Club. Okay, da bin ich mal gespannt. Matchplay. Online. Now from the home of the 2022 PGA Championship, EA Sports, so proud to join you from historic Southern Hills Country Club in Tulsa, Oklahoma. Rich Lerner pleased, as always, to be joined by Frank Nabilo. And Frank, today we're going old school. This is a one-on-one competition using match play. You've done it around the world, match play over in Europe and at the President's Cup. What does it take to be a good match play golfer, Frank? Someone that stays in the hole as long as possible. And that's the thing, because if you just hit a bad shot and you almost give up on it, I mean, you're conceding a hole immediately to your opponent. Don't give an inch. Oh, bleib liegen, bleib liegen. Beautiful Wee. Tempo to that swing, and this is going to wind up squarely in the fairway. So, also da sind wir in Oklahoma gelandet und spielen ein Matchplay. Wir starten an der 10 über 9 Loch. The Claw ist unser Gegner und hat einen schicken Driver in der Hand und richtet sich wohin aus? Ach du Schande, der geht praktisch direkt drüber. Ach du Schande. Aha, okay. Okay. Oh, 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 das kann ja eiter werden. Der Kollege hat ja anscheinend ganz schön Power. Noticeable breeze coming right to left as he eyes his second. Okay, ei, 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 da ist eine ganz schöne Welle, da wollen wir nicht rein. Und der Wind geht unheimlich nach rechts. Finesse, wir wollen da auf jeden Fall links zum Liegen kommen. Okay. Ach du Schande, wieso ist denn der jetzt so kurz? Ja klar, natürlich, runter, die False Front, runter. Ist ja nicht dein Ernst. Wieso war der jetzt so kurz? Well, I know I'm paid to talk, but there's not really much to say about that. Best to just move on to the next shot. Wegen dem Höhenunterschied, ne? Oh Mann, oh Mann. Long Flop wird da nicht hochkommen. Der Pitch. Okay. Ja, komm, bleib liegen. Okay. Ja, da habe ich nicht auf den Höhenunterschied geachtet. It'll end up okay. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, welchen Skill er hier hat. Habe ich nicht drauf aufgepasst, aber er hat schicke Schläger und ein schickes Outfit. Ja, und er macht das auch sehr, 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 sehr ordentlich. Okay. Ah ja, das ist ein 13-Footer. So, Level. Dass der Ball da liegt, ist natürlich im Prinzip auch ein Fehler. Da gehört eigentlich ein Marker hin. Verrückt, wie das hier jetzt gerade rüberbricht. Mann. Boah.
Tough start to the backside, Frank. Hätte mich jetzt interessiert, was passiert, wenn ich seinen Ball getroffen hätte, ob der jetzt durchgegangen wäre, also Kollision ausgeschaltet. Oh ja. Ja. Ich habe so das Gefühl, der wird mir hier auch den Hintern versohlen, wie schon im letzten Matchplay. Der war gut, gar keine Frage. Also Wind auf jeden Fall von rechts. Okay, und wir müssen auf jeden Fall einen Schläger eigentlich weniger nehmen. Der ist zu lang. Der ist zu lang. And that one not on the green, but not in a terrible spot either. Sitting up in the short grass. Okay, ein Pitch, 15. Dann gehen wir hier auf 10. Ja, klar, wenn der natürlich gefallen wäre, das wäre herzallerliebst gewesen. Okay, jetzt habe ich zumindest die Chance, das Loch noch zu teilen. Es geht ein bisschen hoch. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt liegt, wie gesagt, der Ball eigentlich in meiner Puttlinie. Auf jeden Fall weiter rechts diesmal anhalten, weil der ist vorhin ja ganz schön drunter durch. Ja, der geht oben drüber. Ja, da müsste es eigentlich so einen Button geben. Das wäre eigentlich auch nicht verkehrt, dass man zum Beispiel ein Loch auch schenken kann. Das wäre eigentlich auch eine Option, weil die gehört eigentlich auch zum Matchplay, dass man diese Option hat, einem auch ein Loch fair, wie man ist, zu schenken, weil den Putt, das war eigentlich, den konnte er gar nicht mehr vorbeischieben. Okay, ich finde es interessant, wie jetzt gerade der Ball so ein bisschen in der Luft schwebt, ohne Tee. Ja, der Kollege schlägt die auch wieder hier Tiger Line mäßig direkt über die Bäume. So, ich habe ein Tee, interessant. Ja, der Wind drückt den da rüber. Ja, wenn ich den versuche zu drohen oder so, dann werde ich Stress kriegen. Hilft leider nichts. Yeah, that's a nice swing and the result is gonna be a tee shot that is. So, was haben wir denn für eine Länge noch? 157 Yards, aber es geht bergab. Okay. Down on the course, let's check in with Nota Begay the third. 157 yards left. Pin is on the front left part of the green. 15 entgegen, aber es geht auf 15 runter. Eisen 8. Okay, für 157 Yards. Spannend, spannend. Okay. Approach. Ein bisschen höher anspielen. Und jetzt fall hoffentlich neben dem Stock runter. Nein, er fällt mir in den Bunker. Oh Mann. That's got to be disappointing. War so schön auf der Linie. And the approach winds up in the bunker. Ja, da brauche ich ein paar Zauberschläge, um den Kollegen hier ein bisschen unter Druck zu setzen. Aber die sind mir bis jetzt noch nicht gelungen.
Das sieht dann schon wieder nach einem kleinen Arschtritt aus für mich. Ah, okay, da war jetzt auch der Ball eigentlich schon weg und war in der Grafik noch zu sehen. Gut, mit Backspin und ja, komm. Schade, schade. Man soll ja nichts Böses denken, aber wenn er jetzt auch noch runtergerollt wäre, wäre halt auch was gewesen. Okay. Den Pick. Ja, man sieht es wieder alles ganz schlecht. Okay. Ja, es geht ein bisschen eigentlich eher nach links. Okay, safely on the putting surface out of the sand. Would have maybe liked to run that up a little further, but that's not the worst shot in the world. Gibt's da irgendwie eine neue Spaßfunktion oder irgendwas? Oder was war das jetzt gerade in der Luft hier mit dem Ball? Right about 9 feet here to the hole. So, okay. Am Anfang habe ich ziemliches Break nach links. Okay, wir spielen den einfach durch das Break durch. Hoffe ich doch. No missteps there. It is a par here at 12. Ja, so ein Putt schenkt man normalerweise. So, hat wieder keinen Tee. Und geht wieder Tiger Line. Ja, bleibt ein bisschen hängen. Okay, was haben wir hier eigentlich? Ein paar 5. Okay. Ein paar 5. Ja, da hinten sind die Bäume. Nochmal. Okay, dann geht er am Baum vorbei. Ja. Okay, sehr gut. Rollt hier in die Kuhle runter. Nothing to fault there. Good balance, good follow through and a good start to this hole. So, oh Mann. Mit dem Hybrid. Der Wind kommt von da. Eisen 4. Es geht eigentlich bergab. Eisen 4. Reicht mir das? Hybrid. Etwas kürzer und dann richtig schön hoch anspielen. Okay. Hilft nichts. Ich muss es riskieren. Sonst kann ich den Kollegen überhaupt nicht unter Druck setzen. Ah, der ist zu lang. Der ist zu lang gewesen. Really hit that second shot on the button to this par 5. But Frank couldn't get it to stop. Yeah, too good, too long, sadly. Ja, jetzt bin ich aber gleich gespannt, ob wir wieder so einen witzigen Bunkerschlag haben, wo mir der Ball irgendwie explodiert in der Luft. Ja, er nimmt schon genau, er nimmt sich Zeit, um zu überlegen, wie er den jetzt an den Stock bringt, um Druck aufzubauen. Oh, der geht aber ganz schön über links. Der geht aber extrem über links. Aha, das hat er aber gut gemacht, auf jeden Fall, guter Schlag. Gar keine Frage. So, he'll dig in here as he readies his third to this par 5. Okay. Es geht ein bisschen bergab. Ich weiß nicht, warum hier der Wind eine Rolle spielt bei diesem Bunkerschlag.
Yeah, big explosion. Got it to stop quickly, and that will be a birdie opportunity coming up. Ja, ja, das ist mir schon klar, dass der einen Eagle spielen will. Hat übrigens auch einen Scotty Putter, ne? So wie ich das sehe. Und spielt natürlich das Eagle. Ist klar, ne? 3 down für mich. Wir gucken kurz auf die Scorekarte. Ja, auch das sieht nicht danach aus, als hätte ich hier eine Chance. Ich bin 3 down. Okay. Ja, wunderbar gespielt. Und dann rollt der Ball wieder ein bisschen rechts rüber. Also viel besser kann man das gar nicht spielen. Okay, natürlich mit dem Eisen. Ich habe ein Eisen 4. Tja. Auf jeden Fall will ich rechts vom Stock zum Liegen kommen. Da ist eine Welle. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben aber auch noch Rückenwind. Hoch anspielen, ein bisschen zurück. Und ich lande wieder im Bunker. Wieder zu lang. Well, at least he can draw on the experience from the previous hole. Again in the bunker. Der war ja vorhin wieder zu kurz und vor allen Dingen wieder zu weit links. Ah, der springt nach rechts, der springt nach rechts. Okay, jetzt bin ich nochmal gespannt, wie hier die Grafik, wo hier dann der Bunkerschlag auch wirklich dann da der Sand explodiert. Line may have been a little more sunken in than we had thought, but all in all, not a bad shot out of the bunker. Oh ja, ein ganz schön schwieriger Putt. Hat er ganz schön sehr weit links anhalten müssen dazu. This from 7 feet. So, was haben wir? Es geht nach oben, ne? Ja. Ja, ja, den geben wir einen richtig mit. Ja, an Tagen wie diesen läuft es einfach nicht. Den kann ich mir eigentlich auch schenken. Time to move on to the next hole. Oha. Zeit abgelaufen oder was? Habe ich gar nicht gesehen. Naja, hätte er ja sowieso gewonnen. Interessant, wie er immer den Ball hinterher guckt. So, okay, im Rough. Das wird aber, denke ich, für ihn hier kein Problem darstellen. 1,58. Okay, da muss ich sehr weit hier rechts anhalten. And that, a good-looking shot there, well placed in the fairway. So, now note his second from the fairway. Looking at 149 to the hole, pin sitting in the back left portion of the green. Okay, jetzt geht's nach oben, 12 Fuß. Okay, das heißt, da müssten wir eigentlich länger schlagen. Der Wind kommt aber extrem wieder von dort. Ja, der Wind, der ist extrem. Okay. Naja, das war jetzt mal der erste einigermaßen vernünftige Annäherungsschlag ins Grün rein. That's a decent sized green. It's not bad, just a little past the hole.
muss über den Bunker, aus dem Rough, steht über dem Ball. Der Ball wird tendenziell nach rechts fliegen, der Wind drückt ihn aber nach links. Ja, er startet auch weit rechts, also er macht es gut, aber ich glaube, der rennt jetzt diesmal hinten raus. Ja, okay. Nimm das Texas Wedge. Sehr vernünftig. Hat ja keinen Druck eigentlich. Wir meinen 4 ab. 15, diesmal nochmal nachgerechnet. 16, 17, 18, 19. Klar, wenn wir das Loch teilen, hat er gewonnen. So, okay. Ich muss den jetzt praktisch versenken. Now this, a must at 15 to win the hole and stay alive. 8 Inches nach oben. Genau. Ich muss das Loch gewinnen, das Birdie spielen, um stay alive. Okay. Fünfzig Sekunden habe ich eigentlich noch Zeit. Ja, klar, logisch. Oh, Mann, 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 Mann. So kann man natürlich kein Matchplay gewinnen. Da muss man einfach auf den Grüns konsequent putten und einfach, ja, wie gesagt, die Dinger versenken, sonst ist man fertig. Oh. Ja, fürs Paar, um das Loch zu teilen. Und dadurch gewinnt er natürlich das Spiel, weil wir dann nur noch 4 Löcher zu gehen haben, beziehungsweise 3. Und damit ist dieses Match beendet und ich gratuliere ihm. Gonna come to an end. The Clone hat hier verdient gewonnen. Like to thank my partner, Frank Nabolo. Enjoy. So, immer noch das Arrow Loading Scoring Data. So, dann brechen wir das hier ab. Southern Hills Country Club und schauen mal. Wir haben natürlich trotzdem wieder ein paar Punkte bekommen. 120 Token. Okay, Pro Pass Level Up 5. Okay, okay, okay. Und Golfer Level 43 steht demnächst an. Okay, wir schauen mal, was uns das Ganze jetzt hier im Pro Pass gebracht hat. Ich denke, eine Kappe oder irgend sowas, ne? Okay, Reward claimed. Sehr schön. Okay, Freunde, das soll es gewesen sein. Das war wieder mal ein Matchplay und zwar ein Matchplay, wo ich wieder mal keine Chance hatte. Ja, ich habe mich natürlich am Anfang gleich mal ein bisschen vertan, was eben die Höhenunterschiede anging und dann die Schlägerwahl. Aber der Kollege hat es echt drauf gehabt. Also, sehr schön. Das war wieder mal ein Matchplay hier bei mir auf dem Kanal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über ein Däumchen, einen Kommentar oder natürlich, was auch immer herzallerliebst wäre, ein Abo, falls ihr nämlich keine solchen Events mehr hier bei mir auf dem Kanal verpassen wollt. Okay, wir steigen in Kürze wieder ein in unseren Karrieremodus. Und da schauen wir mal kurz rein. So, wo sind wir denn hier? Career, hier müssen wir rein. Und zwar steht als nächstes an Florida, the Player Stadium Course of TPC Sawgrass. Ja, wer kennt diesen Platz nicht? Die berühmte 17 an der Martin Keimer. Ich sage mal ein hervorragendes Pärchen gespielt hat und damit The Players damals gewonnen hat. Das war herzallerliebst, das war supi supi. So, wir gehen jedenfalls demnächst hier innen auf diesen Platz und werden hier weiterspielen, die Korn Ferry Tour. Also, freut euch schon mal drauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder demnächst hier einschaltet, hier bei mir auf dem Kanal. Ich wünsche euch allen bis dahin ein schönes Spiel und sage Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.